Stress, ha? Moin Mädels, moin Jungs, herzlich willkommen zurück zum Fernboss. Simeon Later, Alligator. Ich dachte mir, ich brauche ein bisschen Ruhe vor den Katzen. Deswegen heute mal wieder Fernbus. Und falls sie dann doch kommen, gibt's auf den Sack. Ich darf nur von Schwerin nach Berlin. Und ich weiß nicht, was das soll. Aber wir gucken uns das Ganze jetzt mal an. Oh, wir sind schon drin. So, wen haben wir denn hier eigentlich so? Das sind doch die gleichen Leute, die ich gerade abgeladen habe, oder nicht? Wir machen hier erstmal dicht den Laden. Wir müssen erstmal mit den Leuten talken. Tag, das Ticket. Bitteschön. Wer ist denn hier? Ja. Enes Köhler, Abfahrt Schwerin, Berlin. Auf geht's. Wieso hast du noch dein Handy in der Hand? Ciao. Kann ich bei Ihnen ein Ticket kaufen? Junge, ich rede doch gar nicht. Nein. Ich habe Verkauf fehlgeschlagen. Ja, ich weiß, weil ich Nein gesagt habe. Und wie komme ich hier jetzt weg? Ist doch nicht mein Problem. Sind wir hier die Wohlfahrt oder was? Erstmal ein bisschen Elixier. Oh, ist ja noch ganz heiß. Hallo. Salü. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Salü? Hallo. Wer sind Sie denn? Finja Schubert. Ja. Es sind nur 7 Leute eingetragen. Auf geht's. Servus. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Servus. Also hier bei uns im Norden talken wir nicht so. Hast du das verstanden? Wer bist du denn? Romy. Okay, dann rein. Cool. So, willst du jetzt ein Ticket oder nicht? Salü. So, das macht dann einmal 8000 Mark. Sehr freundlich. Ja, ja. Ganz meinerseits. Hello, mein Ticket. Hello. Wir haben schon über den Papierverschleiß gesprochen, ne? Kauf dir mal ein Smartphone, du arme Sau. Was soll das? Würzburg, Schwerin? Nee. Menno. Menno? Hier habe ich schon einige eingecheckt. Bim, 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 bim. So. Eine Person fehlt noch. Grüezi, mein Ticket. Da weht ein eiskalter Wind durch dein Fahrticket. Ich sag's, wie es ist. Die stehen hier einfach ewig rum. Könnt ihr mal reingehen hier? Rein in die gute Stube. Mach ich halt vorne noch auf. LOL. Die wollten alle vorne rein. Weil vorne ist einsteigen und hinten ist raus. Was für dumme Menschen. Und wer hat dich nicht abgeholt? Ach, ich brauche keine Hilfe, danke. Ich habe doch gar keine Hilfe angeboten, du Pimmelberger. Kein Problem, ich komme schon zurecht. Ja, aber was ist hier eigentlich los? Herr Officer! Herr Officer! Können Sie sich der Scheiße hier mal annehmen oder was? Da müssen wir jetzt hier irgendwie aus Schwerin wieder rauskommen, ne? Moin Mädels! Moin Jungs, ich habe das letzte Mal erlebt, ich wurde kritisiert, ich wurde beschimpft, ich habe auch Gefühle, versteht ihr, wie ich meine? In meinem eigenen Unternehmen, in der aller Ultras GmbH, werden mir ständig Katzenbilder gezeigt, findet ihr das gut? Hä? Ich fahre jetzt los, ich gebe eine kleine Ansage, bitte an, schnallen, Schnauzen halten. Klimaanlage wird eingeschaltet, erster Gang ist eingelegt. Kleine Durchsage, meine Damen und Herren, das kann jetzt ein bisschen ruckeln, denken Sie einfach an was Schönes, so. Das ist hier kein Tiefkühler. Oh! Dann machen wir die Klimaanlage wieder runter, du Pissbirne. Oh, jetzt habe ich meinen Kaffee verschüttet. Ja, beruhig dich! Wenn die hier alle rumstehen, kann ich auch nichts für. So. Aber rechts einbiegen. Moin. Ast rein. Und links. Kann halt nicht so gut gucken. Oh. Ich kenne Taxifahrer, die besser fahren als sie. Ja, dann nimm dir einen scheiß Uber und fahr damit nach Berlin. Mein Nagel ist angerissen. Mann, ey, hier ist so viel Verkehr. Oh, Polizei. Hallo, Herr Wachtmeister. Sorry, Herr Wachtmeister. Ich muss hier mal gerade kurz auf mein Leben. Ey! Alarm! Geh doch mal aus dem Weg. Wie soll ich denn jetzt hier links abbiegen? Ich blink doch. Oh. Was war das? Mann, halt doch mal den Sapp, ey. Bin irgendwo gegengefahren. Hast du gehört? Ja, macht Spaß hier im Bus, ne? Ich will dein Busfahrer sein. Das wäre wunderbar. Dein Busfahrer sein, das ist doch sonnenklar. Dein Busfahrer sein, alles tun, was ein Busfahrer tut. Ein Busfahrer will ich sein, so. Können Sie mal heizen? Wir sind nicht in der Arktis. Scheiß Kackmatze! Hier ist 60, ne? Was bin ich? Haben Sie es so eilig? Ja, klar. So, hier ist jetzt aber freigegeben, ne? Und jetzt gibt's hier Vollgas. Meine lieben Freunde, jetzt haltet euch mal fest. So, ich muss mal ein bisschen gucken. Ich habe mir eine special Sache überlegt. Wir fahren die Route ein bisschen anders. Weil ich will unbedingt wissen, wie es sich anfühlt, an der Baustelle vorbeizufahren. Da brauchen wir natürlich ein bisschen länger. Ist jetzt aber dann nicht so schlimm, würde ich sagen, ja? Das ist jetzt unser Auftrag hier heute. Sind die eigentlich alle schneller als wie ich? Sag mal, tu das. Nee! Sag mal! Wie die Deutschen im Auto fahren. Oh, Mann. So ein Rowdy. Ja, fand ich auch. Der Bus kippt gleich um. Nee! Punktlandung. Ich kann gar nicht so viel saufen, wie ich schon kotzen will. Woran hapert das jetzt?
Woran hapert das jetzt? Jetzt ist wieder gelb! Warum stehst du rum? Weißt du, in der Einstadt haben die alle die gleiche Katze. Das fällt schon fast unter Prostitution. Und hier können die alle kein Auto fahren, Alter. Gibt es hier keine Heizung? Nee, aber die Stimmung kocht trotzdem. 100er Marke ist geknackt. Ich wiederhole, 100er Marke ist geknackt. Wir fahren 101 km/h. Da geht auch noch was, oder nicht? Bergab würde da noch was gehen. Bergab! Übrigens mag ich ja das Geräusch, was die Fahrgäste machen, wenn die ihren Schnauzen halten. Hier ist wieder 80. Oh, das juckt mich. Nicht! Entschuldigung, wo sind wir hier eigentlich? Ah! Auf der Land. Wir sind auf der Land. Ich finde gut, dass sie nur gefragt haben, wo wir sind. Und nicht, ob ich das eigentlich auch gelernt habe, was ich hier mache. Ne? Das ist noch gelb, das ist noch gelb, das ist noch gelb, das ist noch gelb. Ist nicht rot. Wenn sich keiner beklagt, dann ist auch alles in Ordnung. Ich hätte einen Pullover mitnehmen sollen. Ist das kalt? Dann mach ich wieder an. Kein Thema. Vielleicht holen sie wieder rum. Ist zu warm. So. Nein. Blinker setzen. Und raus. Das ist eine Weisheit fürs Leben, Leute. Da könnt ihr in vielen Situationen mit arbeiten. Hier drinnen wachsen schon Eiszapfen. 28 Grad, ist dir das genug, oder was? Keiner freut sich über diese Fahrt, wirklich. Wer hat den Schlüssel zur Toilette? Leute, ganz kurz. In meinem Bus wird nicht geschissen. In meinem Bus wird nicht gepisst. Ich muss die Kacke nachher wieder wegmachen. Da habe ich keinen Bock drauf. Jetzt halt mal bitte den Sabbel. Sonst wird es hier heute gar nichts mehr. Verstehst du? Wer hat den Schlüssel zur Toilette? Ja, da gucke ich jetzt hier wieder auf meine Armatur. Dann sterben wir halt wieder. Weil ihr alle pissen müsst. Ist nicht mein Problem. So. Ah! Wir werden alle sterben. Ja, hab ich doch gesagt. Ich habe jetzt keine Zeit mehr zum Warten, ne? Ich fahre jetzt einfach über Rot. Ich bin Flixbus, ich darf das. Was ist hier denn wieder los? Boah, nee, da weichen wir aus. So, wir müssen jetzt in der Baustelle nach ganz vorne, ne? So macht man das in Germany. Schnell nach vorn. Wir nehmen vorsichtshalber mal zwei Spuren ein, damit auch keiner mehr überholt. Wichtig, 130 ist erlaubt. Hä, was? Hä, da kommt eine Baustelle und es wird erstmal schön 130 angezeigt. Und auf einmal 60? Da stand gerade 60. Die fahren alle schneller als 60. Die machen sich hier alle strafbar. Polizei! Gleich kippt der Bus noch um. Nein! Oh, oh, oh! Ja, war eine geile Experience so mit der... Lol, das ist ein Unfall. Ah! Das war ein Unfall. So, ich fahre hier mal ganz kurz rauf. Ihr wollt doch schippern, ne? Schiffen. So, hier wird jetzt erstmal getankt. Ja, mehr, 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 mehr. 239,66. Oh, weia, das ist teuer. Ich war gerade tanken. Ist teurer geworden, als ich dachte. Hat Lust, sich jemand zu beteiligen? Niemand? Undankbares Pack. So, was ist das hier? Ein Mac ist oder was? Ein Fettreich. So, will jemand was von... Schön Fettreich-Burger oder was? Flixbus-Simulator. Schöner Mac ist Flame, by the way. Ah, sorry nochmal für die ganzen Störungen. Wir sollen eigentlich in einer Dreiviertelstunde da sein. Dafür haben wir ein bisschen was erlebt. Können wir unseren Kindern noch von erzählen. Könnten Sie bitte etwas heizen? Könnten Sie mal ein bisschen Schnauze halten? Also ich muss aber auch sagen, so ein Fernbusfahrerleben ist super boring, ne? Du fährst die ganze Zeit nur geradeaus. Da ist das Risiko, dass man abgelenkt wird, natürlich groß. Ne? Ah, guck mal, Kollege! Hi! Ich bin zu jung zum Sterben. Ja, und ich bin zu schön! Was ist denn das hier jetzt da vorne? Das ist eine Polizeikontrolle? Ja! Endlich werden wir von der Polizei kontrolliert! Schön! So. Hallöchen, Popöchen! Moin, Meister! Gibt's jetzt kein Gespräch oder was? Ich dachte, wir unterhalten uns kurz. Gar nichts! Ganz, ganz schwach. Oh, wir müssen raus, ne? Scheiße, wie kommen wir jetzt auf die andere Spur? Sag mal rein! Ast rein. Gut gehandelt. Buschinski. Oh, jetzt gibt's hier aber eine scharfe Kurve. Mit 100 Sachen durch die Kurve? Challenge accepted! Ah! Was für ein Seegang ist das? Da hinten ist schon der Eiffelturm. Ich schwöre euch, das war keine Absicht. Oh, es könnte sein, dass wir ein bisschen zu schnell für die Kurve sind. Oh mein Gott, wir haben etwas überfahren. Ja, deine Mutter! Ah! So, wir sind schon da. Jo. Ganz entspannt reingesliden in die MC hier. So, tschüss, ne? Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ah.